Und wie sich heute die Punkte aufgeteilt haben, erfahren wir von Jürgen Schimanski, der sich aus dem Münsteraner Preußenstadion meldet. Etwa 40 Grad Hitze im Preußenstadion, nicht unbedingt ein Vergnügen, weder für die Spieler noch für die rund 8000 Zuschauer, dennoch ein ansehnliches Spiel. Münster in den grünen Trikots erwischte den besseren Start. Die Preußen heute wieder im Sturm mit Henry Akwa, der Mann aus Ghana, den zwar eine Sommergrippe plagte, aber davon merkte man nichts. Hier die erste Chance für ihn, aber Huxhorn im Darmstädter Tor pariert. Münster danach weiter überlegen. Kapitän Per Posipal mit einem wunderschönen Außenrisspass auf Jochen Theerhaar. Und der erzielt aus der Drehung das 1:0 in der 27. Minute. Für meine Begriffe stark abseitsverdächtig. Danach Münster weiterhin druckvoll und mit sicherem Spielaufbau. Ralf Haub, der von Hess kaum gehalten werden konnte, mit einem Schuss an den Pfosten. Darmstadt bis zur Pause ohne große Chance. In der zweiten Halbzeit allerdings drehten die Lilien auf. Sanchez gleich am Ball. Und Thomas Weiß aus Frankfurt gekommen, scheitert an Torhüter Bert Fuhr, der aus Offenbach nach Münster kam. Tja, und weiter ging's mit dem Sturmlauf der Darmstädter. Jürgen Bayer, der in dieser Phase ein enormes Laufpensum verrichtete. Ein Pass in die Mitte und dann der eingewechselte Guamingu. Wieder nichts. Sorgenvolle Miene bei Münsters Trainer Roggensack. Darmstadt aber ließ nicht locker. Wieder Bayer. Wir sehen ihn gleich und dann gibt es eine ganze Menge Chancen für die Darmstädter. Hier Bayer am Ball, die Flanke in die Mitte und jetzt schauen Sie. Ja, und da will der Ball einfach nicht ins Tor. Trainer Jürgen Schwarwasser konnte kaum noch hinsehen. Dann aber fingen sich die Preußen. Hier eine Chance wieder für Henry Akwa. Den Darmstädtern merkte man an, dass sie ohne Michael Blättel spielen mussten, der wegen einer Virusinfektion nicht antreten konnte. Münster in der 60. Minute dann mit einer sehenswerten Kombination. Spielmacher Gehr lässt den Ball geschickt weiterlaufen. Aber der Schuss von Akwa zu schwach. Er allein hätte bis dahin das Spiel entscheiden können. Danach wurde die Partie wieder offener. Darmstadt in Angriff. Sanchez am Ball. Aber er findet in Fuhr seinen Meister. Wieder Sanchez legt zurück auf Eichenauer, der in der Schlussphase immer stärker wurde. Hier ist er am Ball. Aber auch sein Schuss eine Beute von Bernd Fuhr. Trotz der Hitze wogte nun das Spiel hin und her. Jetzt wieder die Preußen. Ein gut getimter Pass von Per Posipal. Er kommt am Ball. Jetzt auf Akwa. Doch der trifft das Leder nicht richtig. Die letzte Chance dann für die Darmstädter. Eichenauer. Doch der verstummt. Und dann der Schlusspfiff in diesem wirklich guten und abwechslungsreichen Zweitbundesligaspiel. 1:0 gewinnt Preußen Münster, letztlich verdient gegen Darmstadt 98. Und Jürgen Schwarwasser wartet weiter auf das erste Tor seiner Mannschaft in dieser Saison. Und weitere